Okay, warte mal. Sind wir denn hier überhaupt richtig, wo ich sein möchte? Wo sind wir? Boah, 43, 43, 23. Jo, sieht gut aus, ne? Und da sind wir. Das heißt, wir klettern. Das sieht nicht gut aus. Bitte, bitte, Spiel, lass mich nicht im Stich. Okay. Hey, guck, das sind doch keine Menschenköpfe. Das sind doch Affen. Okay. So, aber jetzt weiter, jetzt müssen wir hier gucken. Um das zu verringern, müssen wir Richtung Osten gehen, ne? Wenn wir auf 41 wollen. Oder sollen wir erstmal hier runterlaufen? Ich geh hierher. Ach, das kleine Vieh. Dieses kleine Vieh macht solchen Terror hier. Ja, 42, wir brauchen 41. Wir haben irgendwie wieder Zeug. Das dreckig sind wir nicht, wir essen. Kriegen wir ein bisschen Energie dazu. Sehr schön. Das ist ein bisschen kompliziert hier, so mit Story gleichzeitig, ne? Dann noch Survival, das ist schon jetzt nicht ohne. So. Nur mal ganz kurz. Hier ist eine Höhle. Und wir haben Igel. Glaube, wenn wir jetzt nichts finden, wo wir speichern können, dann müssen wir uns, glaube ich, nochmal wieder was bauen. Ich möchte nämlich echt nicht nochmal den Scheiß machen. So, jetzt sind wir hier. Boah, das bestätigen, das ist furchtbar. Noch nicht dran gewöhnt. Hallo. Okay, es ist einfach nur eine Höhle. Ich
Das heißt, jetzt gehen wir hier quasi am Rand entlang, um da rauszukommen, wo wir hin wollten. Also noch ein bisschen nach Süden. Nur nach hoch wohl. Ich glaub nicht, ne? Oder doch? Oder war das... Waren wir da jetzt gerade? Das ist der Enterhaken-Spot. Nee, ne? Nee, okay. Ja, wunderbar, dann sind wir da ja. Das ist ein anderer. Okay. Puh. Mia, I found the Lambda location, and it looks nothing like our tent. Then what is it? Tja. Yeah, it looks like a place of worship. The Yabawaka imbibe ayahuasca. Look, the map pointed to this place. Maybe if you find its owner, you'll learn how to get out of there. You just have to keep going. I don't know if I can make it. It took me so long to get here. You can make it. I'm here with you, aren't I? And I'll be with you every step of the way. Just stay strong for me. I will. I promise. Wir bauen uns kurz was zum Speichern. Mitten in die Stadt. Es geht. Wirklich? Ja, okay, okay. Machen wir. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Oh, ich bin langsam. Los. Turbo. Ich habe meine Kokosnussschalen stehen lassen, ne? Clever gelöst. Na gut. Trinken. Wissen wir auf jeden Fall, wenn wir zum Flugzeug kommen, dann haben wir direkt Trinkschein. So langsam. Rennen. Und speichern. Ich glaube, ich brauche erst ein Dach. Okay, noch ein Dach. Problem? Ja.
mich ja frage, ist, warum können wir nicht einfach unsere Wasserflasche aufrecht hinstellen und dann kommt da Wasser rein? Brauchen wir Fette? Ein bisschen. Dann essen wir die drin. Oh. Okay, ich guck gleich. Ich baue erst einen Speicher. Nicht ablenken lassen. Piece of shit. Nicht ablenken lassen. Schön weitermachen. Speichern. Okay. Knochen, ein Schlafplatz. Auch ist noch Schale. Dankeschön. Danke, Spiel. Noch eine. Ja, es war alles von mir geplant. Das ist dann hier jetzt so. Ja, nee, ist ja auch richtig. Ihr könnt mich ruhig ans Speichern erinnern. Das Spiel lenkt einen doch manchmal ein bisschen ab und dann siehst du da was und dann willst du lieber da kurz hin und dann... So war das ja auch bei dem Spielstand quasi davor, den ich jetzt nochmal nachholen musste. Ich baue dieses Ding und mache dann was anderes, anstatt zu speichern. Und dann crasht das Game, ne? So läuft das. So, das heißt, uns fehlt jetzt aber noch diese komische Frucht. Gut, dass wir eins davon behalten haben. Ich glaube, wir müssen nämlich jetzt nochmal das Zeug trinken, oder? Runde die verbrannten Bereiche der Achso. Wollen wir trinken? Wenn es sich doch hier schon so anbietet. Okay, ich glaube, ich habe hier auf dem Weg diese Pflanze gesehen gehabt. Pflanze. Da. Meine Kokosnussschalen muss ich hinstellen. Erinnert mich gleich, wenn wir weitergehen, dann an die Kokosnussschalen. So, gibt's hier irgendwas Tolles noch? Die Klinge ist natürlich nicht schlecht. Wir haben halt keinen Platz, ne? Ach doch, wir haben Platz. Die Axt ist... Wie schlimm dunkel ist denn das bei euch? Kann ich auch noch mal ein bisschen heller machen. Ach nee. Oh Gott, ich bin verwirrt. Ja, es ist Nacht. Okay, warte. Optionen, Grafik, Helligkeit. Daneben. Ja. Zurück. Warte. So, guck mal, ist besser. Ich glaube, bei euch ist das auch noch ein Ticken dunkler. Na komm. Guten Durst.
Oh, die Zeichen. O-T, das müssen wir uns mal merken. Oder O-T. Warte auf mich. Wow, es ist L. Aber überall, ne? O-T. Lief nicht so gut für uns. Ups. Es ist mega schön gemacht. Also die Trips sind gut. Bushaltestelle so ein bisschen. So, nee, Krankenhaus. Krankenhaus? Higgins. Mach das konkret. Is this my office? Yeah. Umkehr. Ja, das kennen wir. Aber ich glaube ich auch gar nicht. Ja. Pilze kennen wir auch. Ritual. Welchen Durchfall? Das hatten wir schon. Kapitel 3. Können wir uns angucken? Also die Steuerung ist ein bisschen schwammig angepasst, gerade an die Situation. Ich bin jetzt nicht selber bekifft oder so. Für das Kapitel über natürliche Arzneien, Fundort des Pilzes in den Höhlen des Dschungels. Der Pilz, der von den Indios bei ihren Ritualen verwendet wird, lässt sich im dunklen Höhleneingang finden und hat die folgenden Eigenschaften. Ein kaum erforschte Pilzart, die im kalten und dunklen Höhlenklima heimisch ist. Wächst nicht außerhalb Amazoniens, was seine Wirkung angeht. Sollte ich darüber schreiben, noch zu erledigen. Verbreitung, Eigenschaft, wie die Indios ihn konsumieren, Auswirkungen auf Leute. Weiter mit mir darüber reden. Die Pflanzenwelt innerhalb von Höhlen variiert je nach Lichteinfall. Die meisten Spezies gedeihen neben Spalten und Rissen, wo sie das Sonnenlicht ungehindert erreichen. Tief in der Höhle ist das Licht verstreut, sodass nur noch Farne und Moos wachsen können. Und in den tiefsten, dunkelsten Ecken der Höhle können nur Pilze und Bakterien überleben. Sie ernähren sich von organischen Überresten wie Fledermauskot, toten Insekten und Pflanzenresten. Wie wäre es mit
dieser Einführung, eine völlig neue Spezies, hat sie einen Namen noch zu erledigen, erforschen, vergleichen. Okay. Und jetzt? Irgendwas machen? Haben wir jetzt gelesen? Gehen mal zur Tür. Jo, bis dann, Spezi. Danke fürs Reinschauen. Ganz viele Kartons. Kisten? Bücher. The book was quite good, but people aren't interested in lost tribes, deforestation, or global warming. We don't think about such things until it's too late. Ich habe Angst, dass wir die Szene kaputt machen, wenn ich jetzt irgendwas anpacke. Also Jake Higgins sind übrigens wir, ne? Nur so als Hinweis. Eine Reise ins Herz des Dschungels. In seinem neuesten Buch entführt Dr. James Higgins seine Leser auf eine faszinierende Reise durch die Tropenwälder Südamerikas. Jenseits von technologischem Fortschritt, modernen Medizin und den Annehmlichkeiten der Zivilisation hat er den verlorenen Stamm der Yabuaka gefunden. Obwohl dieses urtümliche Volk genauso lebt wie seine Vorfahren vor Hunderten von Jahren, sind die Stammesangehörigen gesundheitlich in Topform. Aber nicht nur das, ihr Immunsystem bekämpft verschiedene Krankheiten äußerst effektiv. Entdecken sie erstaunliche indigene Kulturen. Abgeschnitten von der Welt haben die Yabuaka ihre einzigartige Kultur entwickelt, in der die harschen Lebensbedingungen im Dschungel nahtlos in eine tiefe Spiritualität übergehen. Erfahren Sie mehr über ungewöhnliche Bräuche und soziale Gefüge. Lesen Sie von lokalen Delikatessen und bestaunen Sie Legenden, die über viele Generationen überliefert wurden. Entdecken Sie Geheimnisse, die von den Indios von ihren toten Verwandten zugeflüstert wurden. Und zwar in Ritualen, die sonst nirgendwo auf der Welt ausgeübt werden. Eine Lektion in Sachen Überleben. Kann ein Mann von heute die Annehmlichkeiten der Zivilisation hinter sich lassen, ein neues Leben im Einklang mit der Natur beginnen? Erfahren Sie, wie man unter extremen Bedingungen überleben kann. Was ist essbar, was nicht? Wie behandelt man einen Schlangenbiss? Und wie verhindert man Erkrankungen? Wecken Sie Ihre uralten Instinkte und folgen Sie der Spur der Yabuaka. Wer weiß, wohin die Reise führen könnte. Hallo Gregor. Schön, dass du da bist. Sag gute Nacht, Sophie. Gute Nacht, Sophie. So, Brief. Zahlungsaufforderung. Da sie die Zahlung in Höhe von 70.000 US-Dollar entworten, 70.000, für ihren bezogenen Darlehen nicht entrichtet haben, bitte ich sie hiermit um die Begleichung der genannten Summe innerhalb von 30 Tagen. Aber erhalt diese Aufforderung. Falls innerhalb dieses genannten Zeitraums keine Zahlen in voller Höhe eingeht, werden wir Zinsen erheben und den Fall vor Gericht bringen, wofür sie ebenfalls die Kosten zu tragen haben. Noch irgendwas? Oh je. Patient Mia Higgins. Hauptversicherung. Zusätzliche Versicherer nicht vorhanden. Rechnung für Krankenhausaufenthalt und Behandlung.
Medikamente. Boah, das ist so schweineteuer. Da braucht man ja überhaupt gar nicht. Alter Schwede. 200.000 für einen Krankenhausaufenthalt. Egal. Noch mehr Briefe. Kommen wir ein bisschen der Geschichte auf die Spur, wa? Lieber Dr. Higgins, da ich von Ihnen keine Antwort auf meinen letzten Brief erhalten habe, war ich so frei, Ihnen einen weiteren zu schreiben. Wie ich im letzten Schreiben bereits erwähnt habe, ist Omolu Corp an mehreren Thesen aus ihrem Buch interessiert. Genau gesagt, sie deuten an, dass die Indios über außergewöhnlich effektive Arzneien verfügen, gehen dabei aber leider nie ins Detail. Falls sie uns genaue Informationen liefern können, wäre Omul Corp gewillt, eine beträchtliche Summe in die Erforschung dieser Substanz zu investieren. Ich kann verstehen, dass Sie dieser Zusammenarbeit zögerlich gegenüberstehen, aber bitte denken Sie daran, wie viele Leute Ihre Entdeckung helfen könnte. Wir könnten Patienten retten, die aktuell keine Chance auf Überleben haben. Aber nur mit ihrer Hilfe. Sie befinden sich selbst in einer schwierigen Lage. Deshalb sollte Ihnen bewusst sein, wie wichtig es ist, wenigstens nach neuen Lösungsansätzen zu suchen. Wir können einander helfen und viel Leben retten. Im Namen von Omolu Corp möchte ich Sie zu einem Treffen einladen, idealerweise im Hauptsitz unseres Unternehmens. Falls Sie zustimmen, sollten uns in dieser Angelegenheit zu beraten, würden wir selbstverständlich jegliche Reisekosten übernehmen. Ich glaube, dass wir alle von dieser Zusammenarbeit profitieren können. They only care about themselves until tragedy strikes. People just don't care. It wasn't any different this time. No one took an interest in them. Unless there was some money to be made. Die Geister von Amazon. Glaube ich, die Rückseite, die wir schon haben. Noch ein Brief. Wird die Geschichte aber ein bisschen traurig, ne? Dr. Higgins, ich habe Ihr Buch gelesen und muss Ihnen mitteilen, wie sehr es mich beschämt. Kein Wissenschaftler, der etwas auf sich hält, würde je so etwas schreiben. Es gibt nur noch wenige Gemeinschaften auf der Welt, die sich fernab von sogenannten Vorzügen der Technologie entwickeln und im Einklang mit der Natur leben. Während sie alterbrachte Traditionen folgen. Sie haben jedes Recht dazu, ihre Lebensweise ungestört zu verfolgen. Ihretwegen haben die Yabuaka diese Möglichkeit nun verloren. Jetzt wird es Wissenschaftlern, Journalisten und Unternehmen in Scharen zu ihnen ziehen, die es alles nur auf Profit abgesehen haben. Ihre Kultur wird besudelt werden und wir können nicht einmal erahnen, wie sehr ihre natürliche Entwicklung und ihre Lebensweise beeinträchtigt werden. Für mich ist es offensichtlich, dass sie keinen Respekt vor ihrer bemerkenswerten Kultur haben. Sie nutzen die Yabuaka nur aus, um selbst Ruhm und Reichtum zu erlangen. Noch schlimmer ist allerdings, dass sie andere dazu ermutigen, ihrem Beispiel zu folgen. Der Stamm wird allmählich zu einer Zwischenform aus einer natürlichen Kuriosum und der neuesten Modeerscheinung der Populärmedizin. Meine Güte. Das ist widerlich und sie sollten sich für das, was sie den Menschen angetan haben, schämen. Und stattfindende Expeditionen und Störungen werden dem Stamm mehr schaden als nutzen. Ich warne sie. Lassen sie den Yabuaka-Stamm in Ruhe, sonst drohen ihnen gravierende Konsequenzen. Von mir bekommen sie keine Grüße. Agnes. Hallo Lazy Lamone. Wie geht's dir? Ja, ich glaube, ich höre meine Frau, Gregor. Ich glaube, meine Frau spricht ab und zu mir. Wir haben ja gerade so ein
Halluzinogene Dings da, Trank genommen. Na, Krankenhaus, sag ich. You think I'm selfish just like everyone else, don't you? Maybe you're right. Maybe I should have just given up. What happened? Why are you here? I know what drove us. But it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Ein mittelmäßiges Buch für Liebhaber folgen. Also mal, ist das relevant? Ja, ist das, glaube ich. Folgend eine der größten Herausforderungen der Medizin. Wie können wir sicherstellen, dass alternde Gesellschaften gesund bleiben? Unser Leben werden länger, doch je älter wir werden, desto angreifbar werden wir für diverse Leiden und Erkrankungen. In seinem Buch Die Geister vom Amazonien versucht Jake Higgins, die Leser mit einer Geschichte über die Indios zu ködern, die angeblich niemals krank werden. Wer dieses Buch allerdings kauft, um ein Rezept für Allheilmittel zu finden, dem steht eine herbe Enttäuschung bevor. Bis vor kurzem hat der Yabuaka-Stamm in völliger Isolation gelebt. Jake Higgins hat ihn als erster entdeckt und so, sagte er, seine Geheimnisse in Erfahrung gebracht. Falls es stimmt, enthüllt er in seinem Buch auf jeden Fall nicht. Falls es stimmt, enthüllt er sie im Buch auf jeden Fall nicht. Stattdessen redet er um das Thema herum und versichert uns allen, alle paar Seiten eifrig, welche ungewöhnliche Immunität die Yabuaka doch besitzen. Doch ohne ins Detail zu gehen. Er lockt uns mit Beschreibungen, Kräutern, Pilzen, die letztendlich doch keine gewöhnliche Eigenschaft aufweisen. An anderer Stelle stellt er medizinische Rituale vor, die einem Leser, der mit moderner Medizin aufgewachsen ist, eher schädlich als heilend vorkommen. Es ist schwer zu sagen, ob der Autor seine Gedanken einfach nicht geordnet zu Papier bringen konnte, ob die Indios ihm doch nicht die Wahrheit verraten haben oder ob dieser ganze Hype um die ewige Gesundheit letztlich nur ein billiger Marketingtrick ist. Jetzt wissen wir, was nicht im Buch steht. Aber was steht drin? Vor allem Beschreibungen aus den alltäglichen Dschungelleben der Indios, die keinen Zugriff auf Elektrizität oder Internet haben und mit primitiven Werkzeugen arbeiten. Zwar sind die Schilderungen interessant, aber ihre Bräuche, Kultur und Religion unterscheidet sich nicht genug von denen ähnlicher Stämme. Um Higgins auf offenbarerisches Gehabe zu rechtfertigen, Manch einem wird sich die Frage aufdrängen, ob es sich gelohnt hat, den Frieden des Volks zu stören. Nur um ein Buch mit so wenig Mehrwert zu schreiben. Dementsprechend kann man dieses Buch nur denen empfehlen, die sich sehr für Kultur indigener südamerikanischer Völker und längst vergessener Zivilisationen begeistern können. Die Bräuche der Indios und jenseits der modernen Technologie leben können für Liebhaber zweifellos eine Faszination ausüben. Alle anderen Leser müssen sich auf Enttäuschung einstellen. Ja, Kritiker, ne? Mal sie jetzt. Ja, okay, dann gucken wir jetzt Krankenakte. Ja, Mia. Bösartiger Tumor im linken Lungenflügel. Metastasenbildung, Veränderung im rechten Lungenflügel. Metastasenbildende Veränderung in den Lymphknoten, nahe der Luftröhrengabelung. Runde liegende Erkrankungen und Komplikationen. Anhaltender Husten und Hämoptysis. Atherosklerotische Läsion der Aorta, Bluthochdruck, Schilddrüsenüberfunktion, degenerative Veränderung der Wirbelsäule, Schmerzen in der linken Schulter. Behandlung. Eingeleitete medizinische Behandlung, Eingriff. CT-Scan der Brust. Ja, das haben wir, glaube ich, schon alles so in der Krankenhausrechnung gelesen.
Luftröhre und Hauptbronchien sind unauffällig. Krebsdiagnose wurde auf Basis der Untersuchung des bei der Biopsie des Lungentumors entnommenen Gewebes gestellt. Injektion oder Infusion eines chemietherapeutischen Krebsmedikaments als Teil der palliativen Chemotherapie. Empfehlungen hinsichtlich künftiger Behandlung. Weitere palliative Behandlung empfohlen. Ah ja. Ja, die ist nämlich am Arsch, die Mia, ne? Mia. I didn't know. Er wusste das nicht? Ich glaube ja nicht, dass er das nicht wusste.